Hallo, willkommen zu einer neuen Runde Mechabellum, also heute wieder Inside-Spielchen machen. Ich habe mir nur nochmal die Tarantula angeschaut und die ganzen Fähigkeiten hier vorne. Bei der Luftabwehr ist mir aufgefallen, dass die halt keine Boni bekommt und einfach nur so in die Luft schießt, was bei der Reichweite nicht so geil ist. Ich habe überlegt, das Einzige, was das Ding aus meiner Sicht tatsächlich sinnvoll bekämpfen könnte, und das auch nur vielleicht, wäre wahrscheinlich den Wrath, ne? Wenn man das mit Luftabwehr vergibt und das an die Front direkt davor stellt, weil es tanky genug ist wahrscheinlich, um die Schüsse abzufangen. Aber, bei aller Liebe, ich verstehe es immer noch nicht, welche Nische das Ding füllen soll. Ähnlich wie dieser Regenwurm. Da habe ich es auch nicht ganz verstanden, welche Nische der füllen soll. Also es gibt ja Einheiten, die Nischen füllen, ja. Also ganz eindeutig, der Melting Point zum Beispiel. Da gibt es Einheiten, die sind natürlich Allrounder irgendwo, ja. Also der Mustang zum Beispiel. Aber der Wurm. Also, und dann eben dieses Ding, ne? Diese Tarantula. I don't know. Ich sehe es einfach irgendwie nicht. Also vielleicht dauert es noch wirklich sehr lange, bis wir es erkennen können alle. Aber vielleicht hat es auch schon jemand außer mir erkannt. Es kann durchaus sein. Bis jetzt sehe ich auch nur negative Feedback über diese Einheit. Aber vielleicht sind es auch einfach inzwischen so viele Einheiten, dass keine Nischen mehr gelöst werden können. Also welche Einheit hätten, also welche Nische hätte man denn noch gebraucht zum Beispiel? Ne? Das könnte man halt fragen. Ja, also er macht ja jetzt im Moment, diese Tarantula macht ja das, was ein Arclight im Prinzip macht, nur alles schlechter und teurer. Also nicht schlechter im Sinne von, also schlechter, weil weniger Reichweite ist ein Arclight, ne? So, und kostet dafür doppelt so viel. So, und es gibt halt die ganzen besonderen Einheiten, die halt irgendwas dann eben machen. Weiß ich nicht, der Hacker, ne, oder der Melting Point und so weiter, die halt einzigartig sind. Oder die War Factory meinetwegen auch, wo ich die auch nicht so klasse fand. Aber, also, welche Art von Einheit hätte oder Nische hätte man noch füllen müssen, die interessant gewesen wäre? Flächenschaden Luft vielleicht hätte man mit dem ja schon gehabt, ne, aber über Reichweite hätte man es noch nehmen können, das hat er ja nicht. Ich weiß es nicht. Oder man hätte dem vielleicht besondere Fähigkeiten gegeben, zum Tarantula, damit er eine Lücke füllt. Manche haben vorgeschlagen, dass er dann irgendwie fliegen kann oder sowas, ja. Also ich will nicht sagen, dass hier die Ideen ausgehen. Ich will nur sagen, die Basiseinheiten, die wir von seit dem Early Release des Spieles haben, die scheinen jeder eine sinnvolle Lücke zu füllen. Der Fang unterscheidet sich vom Crawler und so weiter. Aber diese beiden neuen letzten Einheiten, da sehe ich es noch im Moment nicht. So, jetzt haben wir hier das Spiel. Munz gegen Phoenix Flight. Geht gerade los. Beides Streamer, wenn ich es eben richtig gesehen habe. Ja, hier wieder Elite mit dem Tarantula. Die Elite, den Elite-Pick, den habe ich jetzt bei Top-Spielern super häufig gesehen. Allerdings meinte der Letzte dazu, dass es noch gar nicht mal so stark wäre. Es macht nur Spaß. Was ich auch sehe bei Top-Spielern, was ich deswegen auch mal selber vielleicht ausprobieren will nochmal, ist, dass sie sich sehr häufig so Mitte bis eine Seite vorne aufstellen, so in diesem Bereich. Ne? Nicht hinten, nicht ganz vorne und so ein Zeug, sondern eher so, dass man halt noch so mittig steht, dass sie halt rüber ziehen, die Einheit von der rechten Seite, das Headquarter noch ein bisschen beschützt ist. Gucken wir mal, ob er das auch so macht. Wir haben auf jeden Fall jetzt eine Elite-Tarantula, hat 3 Stück davon und sie möchte jetzt wirklich All-In wahrscheinlich gehen. Muss auch sagen, der klare Favorit von den Combat Power, ich weiß nicht, was MR der Phoenix hat, ist auf jeden Fall Munsk hier. Und da kann er hier auch ein bisschen risikoreicher vielleicht spielen, denkt er sich. Weiß ich nicht. Gucken wir mal. So, der macht jetzt hier wirklich ordentlich Schaden. Also die Panzer. Braucht er 4 Schüsse, um den wegzuholen, einen Panzer. Also gewinnen tut er das L auf jeden Fall, ne? Gegen so ein Panzerchen. Und das ist halt auch eine Konter zum Panzer. Die Frage ist halt nur, ob es sich lohnt, weil hier auch, es ist eine langsame Konter zu einem Sledgehammer. Ja, während meinetwegen ein Skorpion eine schnelle Konter zum Sledgehammer ist. Dafür kann er natürlich noch sinnvoll Kleinvieh bekämpfen, ein Stück weit. Also wenn jemand wirklich Crawler hat, deswegen auch Fangs und Panzer gleichzeitig, wie das hier der Fall ist, könnte das die Lücke für die Tarantula sein. Ist jetzt aber nicht so, dass der Arclight das nicht auch geschafft hätte, ne, mit Charge Shot und sowas. Genau, der wird jetzt hier zerlegt. Und der Panzer hatte jetzt schon genauso viel Schaden wie die Tarantula Level 2 gehabt. Und dadurch, dass die halt mehr Kanonen haben, schießen die vielleicht sogar fast ähnlich schnell. Ja, also klar, das Level 2, das hier wegbrutet die Einheiten, aber ist es 300 wert? Mal sehen. Wir werden jetzt auf jeden Fall endlich mal ein Spiel sehen, wo das Ding eingesetzt wird, Hardcore. Die letzten Top-Spieler, die wählen es nicht, haben es und verlieren oder verkaufen es. Aber niemand geht damit wirklich in die Siegerrunde. Gucken, ob das jetzt eine Ausnahme wird, aber wie gesagt, das ist auch ein sehr großer Skillunterschied, weil ich eben an dem Combat Power zumindest gesehen habe.
Ja, gucken, ob er das Ding jetzt abknallen will damit. Sieht ganz so aus. Ich denke immer noch, die müssten Level 2 Crawler auch one-shotten, damit das Ding ein bisschen wertvoller ist. Aber ich habe es noch nicht getestet, wie weit der Flächenschaden von dem vielleicht so eine Art One-Shot schafft. Auch nichts Besonderes ausgegeben, außer Field Maintenance, das muss man freischalten. Das heißt also, das hat er bewusst reingenommen, um den Tank hier zu machen. Also die beiden Einheiten hier, die sind, glaube ich, ganz okay dagegen. Nicht sicher, ob man dafür zwei verschiedene Produktionslinien aufmachen muss, ne? Er hätte ja auch einfach sagen können, er geht nur auf das eine oder das andere. Aber die beiden sind, glaube ich, ganz gut gegen das Teil. Genau, und dann ist es tot. Null Chance dagegen. Gleicher Level. Das ist aber auch nicht die Überraschung des Tages gewesen. Genau, der Sabertooth, der holt einfach alle von denen weg. Ich habe den Entwickler halt im Interview oder in den Texten, die er da schreibt, auch so verstanden, dass die Tarantula, also die Hauptaufgabe von dem scheint zu sein, dass der Steeball in der Öffnung funktioniert. Er hat das vielleicht ein bisschen anders gemeint, aber das war halt auch so, was ich zwischen den Zeilen gelesen habe, zu glauben. Ich würde sagen, Ziel erreicht. So, jetzt gucken wir mal. Panzerplatte. Er geht halt all in, ne? Also, die Spinnen hat er rausgenommen, die mag er wohl nicht. Das ist das Einzige, was ich bisher gehört habe, dass das ein bisschen funktioniert. Aber er ist da wohl nicht überzeugt von. Hat wohl auch Friendly Fire, wurde mir gesagt. Hatte ich jetzt persönlich aber noch nicht getestet. Hat jetzt oben das Problem Level und Menge so ein bisschen. Ich glaube, hier unten fehlt ein bisschen Schaden, ne? Ist ja dann doch relativ tanky, das Ding, war es eben auch schon. Nur mal gerade bei Phoenix Flight reingeklickt. Klang ein bisschen verzweifelt. Weiß nicht, ob das notwendig ist, aber der hält sich wahrscheinlich auch stark unterlegen gegen den Spieler hier. Weil die Lage im Moment, würde ich sagen, sieht gut für ihn aus. Was jetzt hier im Süden gleich klappen kann, ist das der Klassiker, ne? Wenn er eine Einheitenkategorie hat, kann er halt Synergieeffekte stark machen. Und gerade da oben mit dem und dem, was ja doppelt gemoppelt ist aus meiner Sicht immer noch, hat er genau das Gegenteil von dem, was Munsk im Süden hat. Naja, also er bräuchte halt mehr Anti-Small, damit die Panzer früher schießen. Und jetzt kommt gleich noch das Headquarter dazu und dann wird der Panzer kaputt gemacht. Also ich denke, das war halt der größte Fehler bisher im Norden, ne? Einfach zu sagen, er muss unbedingt Phoenix zu den Sabertooths packen, weil es einfach das gleiche macht. Und dann ein bisschen zu wenig Anti-Small, weil es ja klar, dass Munz keine andere Wahl hat als zu schaffen, das Ganze. Wahrscheinlich wird es sich lohnen, bei dem Setup einfach mehr Sledgehammer zu spielen, ne? Im Norden. Weil die dann doch relativ lange eben Modell tanken. Und das Kleinvieh halt auch ein Stück räumen, ne? Und auch der Level 2 wird gut von denen geschottet. Also gegen Level 2 sind die Sets mal gar nicht mal so schlecht als Eröffnung. Das Ding habe ich übrigens letztens nochmal in Ruhe drüber nachgedacht. Das macht ja eigentlich nur und ausschließlich Sinn, wenn ihr mehr als ein Level damit näher freischaltet, oder? Weil für die 20% die 200 ist massiv zu teuer. Klar, ihr kriegt noch den Level dazu, aber also wenn er das jetzt auf so eine Einheit packt, ne? Also er muss da mit dem wirklich auch leveln. Also für die meisten Einheiten gilt das, dass der erste Level sich selten wahrscheinlich lohnt. Man kann sagen, klar, wenn das jetzt ein Giant für 200 levelt, ne, dann hat man den Preis direkt wieder raus, aber es ist ja nochmal ein 50er drauf. Und dann nur 20%, ihr könnt kein anderes Item draufpacken. Also, ihr solltet das, glaube ich, nur machen, ja, um das Schild so komisch ist. Also, wenn ihr wirklich denkt, dass die Einheit regelmäßig auflevelt. Ein Problem im Norden wird jetzt, dass er regelmäßig die Headquarter-Probleme hat. Also, ihr müsst da eigentlich eine Flanke laufen. Weil den Vorteil, den ihr jetzt unten hat, der Munsk,
in seiner Aufstellung ist halt, dass er halt weiter vorne steht, wenn eine Seite gewonnen hat, das Headquarter bekommt, wie eben, dass in dem Kampf das noch wirkt. So, und der Nachteil ist halt eben die Flanke. Und wenn er sich jetzt oben dafür entscheidet, einfach hier Tunnel zu machen und zu sagen, na gut, dann ich spiele halt nur noch eine Defense, dann gibt er halt Munz unnötigen Vorteil in die Hand, ne? Also man muss bei sowas die Flanke in Erwägung ziehen hier im Süden, ansonsten ist das ein Nachteil der Aufstellung. Und das ist ja der Nachteil dieser Aufstellung, dass die Flanke halt auf ist, ne? Da kann da hinten halt einen einzelnen Rhino hinstellen und dann ist er ja durch. Dennoch, dass er im Panzer war auf jeden Fall richtig, was er gemacht hat. Ob jetzt da ein Satellit für opfern musste, weiß ich ehrlich gesagt nicht, weil dafür ist ja der Panzer da, der holt ja auch die Level 2 weg, ne? Ah, ich sehe tatsächlich muss er nochmal ein Upgrade ausgeben. Dass der Crawler 4000 Leben hat, bezweifle ich. Das sind die Zahlen des Panzers, das ist immer noch ein Anzeigebug. Genau, aber die Panzer waren auf jeden Fall richtig, ne? Auf der einen Seite sollen die Panzer kontern, auf der anderen Seite machen die das so langsam, dass das, was bei ihm Schaden macht, dann eben seine Zeit hat, ne? Schaden zu machen. Und er hat immer noch keine nennenswerte Flugabwehr. Das war ja eigentlich, wie ich das richtig gesehen habe, jetzt nur seine Fängs gewesen. Das ist natürlich ein bisschen wenig. Aber er kriegt jetzt gleich die Synergiefrage, ne? Welche Einheit will er ein Upgrade vergeben? Munz schon so ein bisschen im Aus, könnte man sagen. Er hat ja schon Upgrade vergeben. Ja, und jetzt verkauft er die Einheiten. Er hat anscheinend auch die Schnauze voll davon. Zwei mit Level. Ich bin gerade verwirrt. Hat er nicht gerade genau diese Einheit verkauft? Hat das mit dem Item gemacht und ich habe es nicht gesehen? Ich könnte meinen, das war schon da drauf gewesen. Aber dann macht das ja keinen Sinn. Ich habe sicher nicht schnell genug hingeguckt. Also man kann die Einheit halt hochleveln, verkaufen und das Ding auf den anderen geben. Das war früher sehr beliebt. Muss so gewesen sein. Ich dachte, ich hätte es von Anfang an auf dieser Item gesehen, aber sonst wäre ja die Einheit verkaufen und die gleiche wieder kaufen. Also ist ja sinnbefreit, ne? Also von daher kann das nicht gewesen sein. Aber ich wäre zu alt für sowas, glaube ich. Ich schwöre, das war schon die ganze Zeit da drauf. Naja, also die Dinger brauchen auf jeden Fall Level 2, damit sie die Crawler besser nuken, ne? Weißt, das ist ja nun 50er, das sollte man schon ausgeben. Das ist ganz, ganz wichtig, finde ich. Also alle haben kein Level 2. Ich weiß nicht. Es muss kommen, der Level 2, ne? Also, vielleicht sagt er ja hier vorne, weil er die Panzer hat, dann reicht das. Aber jede Sekunde schneller ist halt besser. Und die tanken ja auch ordentlich. Und der braucht ja doch relativ lange, um ihn dann zu töten. Jetzt kommt endlich die Flanke. Na gut, ich meine, der Crawler da unten, Level 1, wird natürlich jetzt einfach nur gemassakert. Also ein Teil von denen wird runterlaufen, auch wenn das nicht angezeigt wird. Also müssen wir mal gucken, ob es ausreicht. Also ein Teil von denen geht auf jeden Fall runter. Ja, und das reicht wahrscheinlich schon gerade zusammen. Also hätte einfach einen Rhino dahin packen sollen, ne? Der hätte das gewonnen. Man kann das schon machen, dass man eine Flanke aufbaut, die verliert. Aber für einen halben Crawler und einen Fang, der nicht am Kampf teilgenommen hat, lohnt sich's, glaube ich, nicht. Dann ist immer die Frage, was man ablenkt und womit man es ablenkt. Und da hat er sich selbst mehr kaputt gemacht als geholfen, glaube ich. Regeneration. Ja, kennt ihr meine Philosophie? Also Angriff ist besser als Verteidigung, finde ich persönlich. Er ist jetzt kugelsicher. Okay. Ja, der eine Sabertooth, der kontert alles gleichzeitig. Ist aber sehr gefährlich, ne? Panzerplatte Regeneration, der war ja schon vorher tanky gewesen. Also da kommt jetzt gleich ein Steamball oder jetzt der Melting Point oder so, ne? Ignite geht vielleicht sogar auch. Ja, ist halt, glaube ich, die nächstbeste Lösung. Dass das Ding dann direkt weg mit allem ist ja ein gigantisches Investment, ne, an Punkten, was da drin ist. Er hat halt noch so wenig Schaden im Norden. Ich weiß halt immer noch nicht genau, warum er das so. Also, wie gesagt, ein paar Modelltanks, ja, von denen. Aber hätte er wirklich die Dinger. Also, er hätte genauso viel davon gebraucht, wie da unten diese Spinnen sind. Und dann hätte ich dann auch auf Angriff und nicht auf Verteidigung gesetzt. Ist halt ein anderer Approach, kann man ja machen, wenn man möchte. Aber in Summe ist halt ein bisschen wenig Schaden, den er da hat.
wäre es mit dem Crawler da unten, das ist jetzt einfach nur also ziemlich sinnbefreit. Einer von denen, die so ein Spiegelproblem haben. Alles muss gespiegelt sein, damit es maximal einfach für den Gegner ist. Was halt besser als Spiegeln ist, ist halt die Key-Einheiten des Gegners da unten zu identifizieren und dann einen Schwerpunkt zu setzen oder aufs Headquarter zu gehen. Wieder zwei Satelliten und der Feng hat 150 gekostet. Das ist einfach nicht effizient, was er da macht. Und tot. Er hat den halt an den Bildschirmrand gestellt, ne? Der konnte da nicht wirken. Also da merkt man, glaube ich, schon einen sehr heftigen Skillunterschied. Wie gesagt, ihr wollt gucken, was das problematischste Gerät beim Gegner ist und wollt das dann eigentlich kontern. Und wenn das problematische Gerät direkt da vorne steht, und ihr könnt auch warten, dass Melting Pointer aufsteht und ihr eure Konter in den Bildschirmrand stellt, dann gibt es einen auf die Schnüsse. Da wird gewettet. Okay. Also ich glaube ehrlich gesagt nicht vom Skill her, dass da zwei Tickets, dass das was wird. Im Norden leider. Und wir gehen ja auch schon ins Late Game mit Elite und Elite ist da gar nicht mal so schlecht, ne? Außerdem hat er schon den Melting Point, was ja das Hauptproblem ist. Also, da würde ich jetzt nicht zu viel erwarten. Hat die Einheit verkauft, hat das Bonusgeld mitgenommen und jetzt hier umsonst gelevelt. Hat auch eine gute Economy am Laufen, hat die Synergieeffekte. Und da oben, das sieht alles sehr, sehr dünn aus. Der Spinnen-Spam. Das wird dann die erste Runde, die ich auf jeden Fall sehe, wo die Spinnen gewinnen. Also ich glaube nicht, dass die besonders viel Schaden machen gegen die Großen. Also statt dem Heal, der ist ja sehr teuer, hätte ich, glaube ich, mehr Melting Points genommen. Also er hat jetzt zwei Melting Points hochgelevelt, aber das ist ja, im Prinzip ist das ja auch so eine Art Schaff jetzt in dieser Menge, wo es da ist. Ne? Also er braucht ja nicht irgendwelche super ultra geilen Elite Melting Points, meiner Meinung nach, sondern eben mehr, ne? Damit die Dinger abknallen. Man braucht kein Level 4 mit Panzerplatte und Heal, um so ein Ding zu töten. Da sind halt drei Laserstrahlen besser als einer. Das glaube ich auch wieder die falsche Richtung. Und dann die ganzen Fähigkeiten jetzt, ne? Schilde, Sturm, eben die ganzen Satelliten. Also der schmeißt seine Wirtschaft ein bisschen zu sehr den Bach runter. Ja, also der Sturm macht bei denen ja nichts, ne? Hat er ja irgendwie zwei Crawler mit erwischt. Dafür war der ein bisschen teuer und die Schilde sind jetzt auch weg. Das wird nicht funktionieren, was er da vorhat. Genau, der kann die jetzt eine Stunde lang duellieren hier vorne. Headquarter, 50% mehr Schaden. Klar, ich meine, der hat eine Panzerplatte, Riesenleben und Heal und alles, ne? Aber der kommt halt auch. Der braucht noch nicht mal den Melting Point, die machen ihn einfach so tot. Also wie gesagt, die Menge hätte den Unterschied gemacht. Ist Hochlevel, ne? Man muss ja gucken, ob man in die Tiefe, ob man in die Breite geht. Und das hat er komplett falsch entschieden, leider. Ja, hat sich jetzt für einen Flammenwerfer entschieden. Vier Crawler. Das war. Also es könnte jetzt klappen, aber das ist immer riskant, ne? Sagen wir mal so, also die Raketen, wenn sie klappen, dann klappen sie tatsächlich jetzt gut in diesem Szenario, weil die schon vorne stehen, also nicht mehr abgelenkt werden kann, als schon ist. Obwohl so richtig ist das auch nicht. Er kann einfach da vorne Crawler hinstellen gleich und dann gehen die Raketen in die Ecke. Aber trotzdem, also mit dem Feuer trifft er potenziell mehr Gegner als eigene Leute. Also es könnte funktionieren.
Es erinnert nicht daran, dass ich das auf gar keinen Fall gemacht hätte, aber klappen könnte es. Also häufiger, wenn nicht, klappt es eben nicht, ne? Das Feuer, wenn man es ablenkt. Er muss halt diese Dinger da kaputt machen. Er macht halt immer neue Kategorien auf, hat immer noch nicht in Level 2 vergeben. Da sind einfach sehr viele Sachen, die, glaube ich, nicht funktional sind bei ihm. Nichtsdestotrotz, also Munzk hat ja gerade drei Crawler oder vier Crawler gekauft mit Upgrade, ne? Aber ja, das reicht vorne hinten nicht. Und dann Hacker wieder gesniped. Jeder macht 100.000 Schaden, Fragezeichen. Also die Grundregel ist eigentlich, wenn jemand viele Upgrades auf einen einzelnen Typen vergibt, dass er das mit EMS kontern sollte, ne? Und das wäre, hätte er jetzt zum Beispiel die Melting Points nicht den Heal vergeben eben. Man sieht ja, dass er, was der Monster macht, sondern eben die EMS-Raketen, dann hätte er, glaube ich, extrem viel Value rausbekommen. Also könnt ihr ja hochrechnen. Und jede Fähigkeit, was kosten die denn? Ich glaube, die kostet 400. Dann kostet die nicht 700, sondern 900. Und keine Ahnung, was das kostet. Dann nochmal, ne, ein Bonus drauf. Also ist ja unendlich teuer. Und wenn er dann EMS an Raketen vergibt für, sagen wir mal, 400 oder sowas, dann habt ihr ja einen gigantischen Value zerstört beim Gegner, ne? Also wahrscheinlich das mit Degeneration Beam. Weil ja keiner von denen in die Luft schießt, richtig. Also, oder? Also da ist ja nichts. Also der ist ja gar keine Flugabwehr, ne? Das ist ja ein Feng-Flugabwehr da. Also ich hätte sowieso Overlords dagegen gespielt, gerade weil der auch kein Luftabwehr-Upgrade hat. Aber Degeneration Beam wäre jetzt, glaube ich, eine Antwort. Es würde das Kleinvieh auch noch mit da zusätzlich rausnehmen. Und die Wespen hätte es ganz nebenbei auch bekämpft. Was hat er denn jetzt gemacht? Jetzt kommen die Overlords. Ja, aber alles zu spät, ne? Der macht halt nur Bau, also ist die richtige Einheit, aber viel zu spät. Der macht halt nur Baustellen auf, ne? Und den guten Panzer hat er verkauft, den traut er nicht mehr. Das sind zu viele Baustellen, das ist einfach zu breit gefächert. Da merkt man so ein bisschen die Verunsicherung, mit welcher Einheit er das kontern soll. Bin mir jetzt auch nicht sicher, warum Wunst das da geholt hat, ehrlich gesagt. Also, vielleicht nur zum Tanken oder sowas, weil jeder 20.000 Leben hat. Weil das Kleinvieh ihm holt er ja weg. Das ist ja genau dafür da, der ganze Spam, ne? Und von der Reichweite ist, glaube ich, auch kein Problem mehr gewesen. Ja, also die EMS-Raketen vor dem Heal, das wäre, glaube ich, sehr, sehr wichtig gewesen. Und man sieht jetzt ja auch wieder diese Aufstellung vorne, die ist halt für da, dass man die Headquarter kaputt kriegt, wenn noch Einheiten über sind, na ne? Klar. Und das muss man dann eben auf der anderen Seite, kann man sich das nicht gefallen lassen jede Runde, sondern muss das eben bestrafen mit einer Flanke. Und das halt nicht passiert. Also die einzige Flanke war immer noch der Crawler und das war ein Crawler, der sogar verloren hat. Also man hätte zumindest eine Runde gewonnen, hätte man, genau, lagen Welten dazwischen zwischen den beiden. Man hätte halt eine Runde ohne Probleme gewonnen, hätte man halt einen Vulcan dahin, Vulcan, einen Rhino dahingestellt, ne? Das hätte auf jeden Fall einen Unterschied gemacht. So, Mund spielt wieder. Gieß mal gegen einen, der sogar mehr Combat Power hat als er. Also, und da gehe ich davon aus, dass der über 2000 MMR sein wird. Jetzt kriegen wir vielleicht eine etwas fairere Runde. Und ich würde mal stark davon ausgehen, dass er nicht nochmal den gleichen Blödsinn macht. Also, ich fand das jetzt relativ einfach zu kontern, was ich da gesehen habe. Ist halt selten so, dass sie solche Monobuilds durchziehen können, dass sie erfolgreich sind. Ja, ich sage, also Elite wird inzwischen super häufig gepickt, aber das hat nichts mit Stärke zu tun, meint der eine, sondern nur mit dem Fun-Faktor.
Also klar, Elite gegen Luft. Steeball. Ganz klar, Sieg. Glaube, ich weiß, was er machen möchte. Also dann kann man da mit dem Beacon daher und man stellt da irgendwie eine Wespe dahinter oder sowas und dann kann man mit dem Beacon zack oder ne, oder hier gehen. Hat ja gleich so genug Platz, dass auch noch ein Wrath hinpasst. Es wurde eine Zeit lang ganz gerne gespielt von ein paar Leuten. Ich habe das auch ein paar Mal ausprobiert. Ich glaube, der Grund, dass man das so selten sieht, ist, dass es nicht so besonders stark ist, war mein Eindruck. Also ich würde mich nicht drum schlagen. Auf der anderen Seite, wenn die Strategie funktioniert, dann gegen einen Elite-Spieler, weil der ja potenziell weniger Einheiten, ne, aufstellt wegen dem Elite. Und dann hat man mehr Lücken, um da durchzufahren. Der Steeball zum Beispiel ist durch. Also er muss da irgendwie durchkommen, um die Headquarter zu snipen. Und die erste Runde hat es ja schon hervorragend geklappt. Also Mund, seine Aufgabe ist jetzt einfach immer die Headquarter zu erreichen und in die Breite so ein bisschen zu gehen. Und die Aufgabe von, wir nennen ihn mal die Gemüsesuppe, die Übersetzer haben immer witzige Namen, die Freunde. Ich glaube, was der Übersetzerkäse ist, den ich habe. Aber ich will die Gemüsesuppe, die muss ihre Headquarter halt, so ein Headquarter ne, verteidigen. Irgendwie. Und sonst Sledgehammer, der im Weg steht, wollte gerade sagen, genau, ist eigentlich eine gute Sache, weil die tanken recht lange, die Teile. Das ist immer ganz gut, um dann die Wege zu blocken. Vogel. Hat er vielleicht für die Panzer geholt, aber das für den Marksman ist natürlich ein Problem für ihn. Luftabwehr ist auch eine sehr gute Sache für ihn da oben. Kein Jump Drive drin, der Vogel bleibt da also. Schon Level 2 hier vorne. Kann er mit den Crawlern halt aufräumen. Und noch ein paar Schüsse tanken. Ja, gegen Streamer wetten ist immer gut. Die kriegen mehr Wetten auf sich, weil sie halt Streamer sind, glaube ich, manchmal. Und nicht, weil Skill oder Aufstellung oder irgendwas das rechtfertigt oder Spielsituation. Ich weiß, wovon ich rede, ich kriege auch dauernd die Wetten und ich bin ja, ich finde das ja schön, wenn man da den Support bekommt, aber wenn ihr selbst Inside hochmachen wollt, ist, glaube ich, gegen den Streamer Wetten häufig eine gute Wette. Ich glaube zumindest, dass es einen systematischen Error geben könnte. So, Typhoon. Noch letztens jemand gehört, der darüber wieder redet, also wieder einer von den Topspielern, der meinte, die wären bei weitem nicht gut, die Teile. Inzwischen bin ich auch der Meinung, dass sie nicht mehr so gut sind, wie ich früher erst dachte. Also, es kommt auch einfach für sie holt natürlich am Schluss, ne? Die können schon eine Nische füllen, aber wenn man sie holt, sagen wir, um sie als Mustang zu verwenden, sozusagen, ja, dann fehlt ihnen einfach die Reichweite häufig. Er hat einen Regenwurm geholt. Da sieht man die Verzweiflung, oder? Also, ich sehe nicht, dass das Ding funktionieren wird. Ich sehe es nicht. Allerdings jetzt ein bisschen wenig Schaden im Norden, diese Runde. In der Theorie kann der Wurm mehrere Panzer mit einem Schlag töten. Also sie standen vertikal, also von da würde ich jetzt kein großes Stück drauf hoffen. Obwohl hat er gerade drei Panzer mit einem Schlag geholt. Und gegen Taipus ist er ja auch potenziell gut. Und tot. Ja. Also unsere Gemüsesuppe hier, der muss ja eigentlich nur auf seine Headquarter Acht geben. Und das hat er ja, ne, drumherum gebaut. Sind ja beide abgesichert, wie Fort Knox.
Und jetzt versucht er eben, das mit der Flanke zu nutzen. Und ich habe ihn eben die ganze Zeit gepredigt. Er droppt jetzt da hinten irgendwo den, ne? Dass er jetzt einfach das Headquarter bekommt. Das ist ja die Schwäche von dieser Vornenaufstellung, dass die Flanke halt auf ist und das muss genutzt werden. Und genau das macht er jetzt. Und mit dem Drop das natürlich am besten zu nutzen. Also er zeigt sehr ordentlich, wie man das ein bisschen besser macht. Man muss, glaube ich, schon der Aufstellung des Gegners Rechnung tragen. Das hat er eben nicht gemacht, der Spieler. Und Gemüsesuppe macht das hier hervorragend. Regenwurm verkauft, war auch nicht begeistert. Aber man muss natürlich auch sagen, Munz ist jetzt am Streamen gerade, ne? Der ist natürlich auch schuldig, seinen Fans was zu zeigen. Da muss schon mal die neue Einheit kommen oder ein dummer Wurm oder so. Ich habe ja auch genug dämliche Tests gezeigt. Streamer sind da, man will ja was auch fürs Auge bringen, ne? In diese Bredouille ist der ja nicht, der Kamerad. Versucht immer noch das Headquarter zu erreichen. Wenn man in der Drop-Phase wie hier es schafft, einen schnellen Snipe aufs Headquarter zu bekommen, hat man einen schönen Vorteil. Schafft er aber nicht, weil er zu lange portet. Vermute ich stark. Dank noch zwei Seiten. Wird knapp. Ja, geklappt. Und das ist natürlich ein wichtiger Snipe gewesen. Also hätte er Strike gehabt, hätte er es wahrscheinlich schaffen können. Ja, es ist Headquarter kaputt, aber ich meine, 400 Meter ist auch nicht mehr über. Vielleicht kriegt er jetzt die Marksman. Ist ja alles Luftabwehr, aber im Debuff, ne, läuft das ja ganz gut. Aber was macht er jetzt mit den Overlords in den Flanken, ist halt die Frage. Also zwei Overlord-Flanken ist natürlich auch astronomisch teuer gewesen. Was macht er jetzt damit? Hat einen Warp-Drive. Aber 300, nur um diese eine Flanke da zu realisiert zu haben, ist, glaube ich, sehr teuer gewesen. Und sonst steht er ja überall Flugabwehr. Ja, mal gucken, was da oben passiert. Trotzdem, Gemüsesuppe muss jetzt da oben gucken, dass er mit den beiden Dingern irgendwie was macht. Genau. One-Shotten ist sicher eine gute Idee. Ja. Also, er hat jetzt sich für Mustang entschieden. Da geht es um diese Idee, dass er den Crawler schneller wegbringt, wenn er kommt, aber eben auch eine potenzielle Wespe besiegen kann. Ne? Und da kann er nur hoffen, dass er die jetzt ganz schnell wegholt, bevor die ganz schnell den kaputt machen. Ich wäre mir ja selbst gar nicht so sicher, wo der da steht, wie lange der das überlebt gegen den Overlord. Halbes Squad weg. Aber trotzdem, er kauft ihm Zeit, dass der Overlord von den Marksmen beschossen wird auf beiden Seiten. Also, und da war es auch schon fast egal, ne? Hat er, glaube ich, sehr gut gekontert. Und bedenkt, dass beide Overlords, glaube ich, also der linke hat ein Item gehabt und rechten weiß ich gar nicht. Aber Level und Item und er hat ihn im Prinzip mit Mustern gekontert, was super, super kosteneffizient war. Und Munz kann ihn jetzt eigentlich nur noch verkaufen, die Overlords. Und das auch nacheinander, also verliert extrem Momentum dadurch. Danke quasi eine Runde gewonnen und jetzt werden die nächsten zwei Runden seine World of Pain. Und der Crawler steht ja auch als Kanonenfutter, wenn er den verkauft. Also, er hat verkauft rechts oben. Ist ja meine Erfahrung auch mit Flanken. Wenn die Flanken größer als eine Einheit werden, dann aua. Klappt so selten, so, so super selten. Ja, und hier sehen wir es, glaube ich, auch wieder, dass das nicht funktioniert hat. Ne? Und das sind ja keine kleinen Flanken, auch wenn es nur zwei Einheiten sind. Also das Ding mit Item, mit Freischalt und Level kostet ja ein Vermögen. Das ist natürlich sehr unangenehm. Und es ist ja auch nicht so, dass die Front jetzt hier in der Zeit irgendwie, ne, alles gelöst hätte. Genau, der ist tot. Ja. Er hat sich natürlich mit den Overlords jetzt auch diese Marksmen mit Luftabwehr rangezüchtet, die ebenfalls seine Phönix kontern. Also ich wäre immer sehr vorsichtig, einen Einheitentyp zu bauen, der beim Gegner eine Konter zu meiner gesamten Armee provoziert. Da wäre ich immer sehr vorsichtig mit. Also der Overlord, wie gesagt, das war eine misslungene Flanke. Und der jetzt, ne, dran arbeiten muss und hat halt die Marksman nochmal den doppelten Nutzen gegeben für Ariel. Und dann hat er weiter in der Zeit aber tatsächlich Phoenix dann gebaut, obwohl eben die Marksman hier schon auf dem Feld sind. Ne? Also,
Munz hat sich da, glaube ich, selbst in eine Sackgasse manövriert. Genau, er musste die ja jetzt holen. Im Sinne von für die Streams. Das hat er links oben auch verkauft. Jetzt hat er wieder eine normale Armee an der Front. Und jetzt macht er das nochmal mit der Spinne. Und sie auch eine Menge Kleinvieh da. Also vielleicht klappt das sogar. Wir räumen das Kleinvieh jetzt weg und die eventuell das Großvieh. Mal sehen. Taifun entschieden. Ist tatsächlich ähnlich tanky, ne, der Taifun. Bisschen ungewöhnlich, oder? Also er hat ja fast 40.000 Leben und die zwei haben auch 40.000. Also er hat minimal mehr Leben, der Taifun. Aber viel weniger Flexibilität als das Ding da unten dann, oder? Dafür schießt er halt in die Luft. Aber das hätte er ja nicht gebraucht, die Luft. Also das war, glaube ich, ein Fehler da oben, die Taifuns zu holen. Zumal er auch schon Mustangs mit Reichweite hatte. Also mir ist nicht ganz klar, was die Taifuns machen, was die Mustangs nicht machen. Genau, hat ihn jetzt erfolgreich hier unten gesniped. Ich sage ja, dass die Schwäche, da gibt er auch direkt auf, der Mond soll er gar nicht mehr sehen. Das ist halt auch diese, ich sage es ja immer wieder, diese Schwäche, diese Aufstellung ist halt, dass man Flanken offen ist. Der Drop eben hat nicht funktioniert, weil er eben mit zwei Overlords gekontert hat. Und jetzt der Drop hat die finale Runde komplett entschieden. Weswegen ich persönlich auch diese Aufstellung nur schlechte Erfahrungen mit habe. Aber ich weiß, dass viele Topspieler das eben machen. Aber ich bin auch ein Freund von dieser Aufstellung eher. Genau, das war für die Runde. Jetzt hole ich meinen kleinen Insight noch und dann gehen wir arbeiten. Ja, heute in großen Schritten. Okay, ich bin weg. Ciao, ciao.